Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich habe hier geschwind ein paar Infos für euch. Also erstens, das Knife Giveaway ist jetzt ja am Ende angekommen und es gibt jetzt 3 Streamtage, an denen man reinentern kann, um das Knife zu gewinnen. Der erste Streamtag ist heute, der Dienstag ab 18 Uhr, der zweite ist der Donnerstag ab 18 Uhr und der dritte am Freitag um 22 Uhr. Also die Standard-Streamtage eben, ja. In Zahlen also der 16.04. ab 18 Uhr, der 18.04. ab 18 Uhr und der 19.04. ab 22 Uhr. Halt Dienstag, Donnerstag und Freitag die üblichen Streams. Das Giveaway wird den ganzen Stream übergehen. Das heißt, man kann direkt um 18 Uhr reinentern, man kann aber auch erst um 20 Uhr reinentern, wie auch immer. Man wird bis zu 10 Mal reinentern können, wenn man das möchte. Einmal reicht aber auch schon, um die Chance eben zu haben, das Knife zu gewinnen. Eine Enterung ist 2000 Bubble Dollar wert. An jedem, beziehungsweise nach jedem dieser 3 Streams, werden dann 5 Leute aus diesem Gewinnerpool gezogen und von mir angeschrieben, dass man ein möglicher Gewinner ist, also somit beim nächsten Stream nicht mehr reinentern muss, weil man schon auf der Liste steht. Man kann auch nur einmal draufstehen auf der möglichen Gewinnerliste. Man kann nicht Dienstag, Donnerstag und Freitag reinentern, um dann dreimal draufzustehen oder sowas. Das geht nicht. Nach diesen 3 Streamtagen haben wir somit 15 Leute zusammen und einer davon wird das Knife gewinnen. Da werde ich einfach einen Zufallsgenerator nehmen und fertig ist der Lack. Dieser jemand wird dann von mir auch wieder angeschrieben auf Twitch per Privatnachricht von wegen, hey, du hast übrigens das Knife gewonnen. Also läuft das dann praktisch genauso wie das letzte Mal ab. Das nächste große Geschenk oder Giveaway oder wie auch immer auf Twitch wird dann die Tage bekannt gegeben. Im Hintergrund seht ihr ein Arms Race, das sehr, sehr kurz geht, denn die Kackvögel habe ich irgendwann gekickt, weil ich ihnen scheinbar zu gut war. Da kann man nichts machen, ne? Wenn man mit Kackvögeln spielt, bist du halt ausgesetzt ihrer Willkür. Und an der Stelle gebe ich auch direkt den YouTube-Giveaway-Gewinner bekannt von dieser AK Neon Revolution. Es ist GeForce! Pa-pam! GeForce, schreib mir bitte hier unter dieses Video, oh cool, ich habe gewonnen, juhu! Und dann frage ich dich nach deinem Trade-Link. Hinsichtlich der Postkarten war ich heute schon auf der Post und habe alles abgeklärt, weil wir ja hinten auf den Postkarten nichts draufstehen haben. Das ist ja einfach nur weiß. Und habe dann halt gefragt, ob das in Ordnung ist überhaupt. Also, ob ich da Millimeter genau arbeiten muss, weil oben rechts muss halt die Briefmarke irgendwo hin, rechts mittig und nach unten hin halt die Adressanschrift und links halt das, was man schreiben möchte. Und dann gibt es unten noch so ein, also die sind so komisch aufgeteilt. Es gibt hier irgend so einen Scanner oder Kram und dann hier halt die Postkarte, hier den Text und hier die, bei euch ist das wahrscheinlich spiegelverkehrt, die Schrift und sowas. Und ich dachte erst, ich muss mir das einzeichnen. Und dann habe ich heute gefragt, da hat sie gesagt, nee, gar kein Problem. Einfach so ungefähr nach den, also oben rechts soll halt die Dinge sein, ne? Die Briefmarke und unten rechts die Adresse und links kann stehen, was will. Und sie macht das dann auch. Also die Postbeamtin hat gesagt, ich kann die Karten dann einfach bei ihr abgeben und sie frankiert die dann, ne? Somit steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Das war so eine kleine, so ein kleiner Kackball, der sich aufgebaut hat die letzte Nacht in mir, weil ich dachte, shit, muss ich da jetzt etwa voll genau mir Sachen draufzeichnen auf 100 Karten. Dann werde ich ja bis nächstes Jahr nicht fertig. Aber das passt, ich werde mich dann heute nach diesem Video anfangen dran zu setzen und die Teile zu schreiben für euch. Freut mich, dass es so einen riesen Andrang gab. Also ich glaube, wir haben schon 40 oder 50 Karten, die praktisch schon weg sind. Somit sind halt noch 50 Karten circa übrig. Wobei ich noch nicht den genauen Überblick habe. Es könnte auch sein, dass über Twitter, Instagram oder eben über Twitch selbst noch einige Adressen von euch reinkamen. Dann sind es halt noch mehr, die beschrieben werden, also noch weniger, die übrig sind. So. Ach ja, und wir haben uns dazu entschieden, dass es in 100er Schritten dann halt auch immer eine neue Kartenversion gibt. Also, wenn diese 100 Karten weg sind, dann waren die einmalig da und sind halt dann weg. Und dann gibt es eine Änderung an den Karten und dann gibt es eine neue 100er Serie. Wie oft man wie was bekommen kann, müssen wir uns noch überlegen. Und vor allem, wann diese nächste Version rauskommen soll, muss man noch gucken. Weil wir sind halt noch zu wenige, um dann jetzt irgendwie einmal im Monat so eine Kartengeschichte zu machen. Ich habe es bei anderen Livestreamern gesehen, die sagen, einmal im Jahr kann man so eine Karte bekommen. Wir müssen mal gucken, wir müssen mal schauen. Also das finde ich ein bisschen arg lang, weil wir halt auch so wenig sind. Wir schauen mal. Ja, wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. Ran an die Speckeskinder, heute ist es Knife. Knife-Ziehung. Also ran, zack! Und wer noch nicht genug Bubble Dollar hat, der sammelt halt heute, der sammelt am Donnerstag und entert dann am Freitag um 4 Uhr morgens rein oder sowas, kurz bevor ich den Stream ausmache, ja. Dann hat man nochmal fast 3, also man hat dann mehr als 3 volle Streams Zeit, weil der Freitag-Streamer länger geht als sonst, oder als die sonstigen Streams, nochmal Zeit, um Punkte zu sammeln, okay? Soweit so gut, meine Damen und Herren, bis gleich, ciao, ciao!